Ja, ich selbst besuche gern Theatervorstellungen oder Opernvorstellungen. Ich bin der stellvertretende Personalleiter der Sächsischen Staatstheater. Das heißt, das ist ein Verbund aus dem Stadtschauspiel Dresden und der Staatsoper Dresden. Ursprünglich habe ich in der Hotellerie angefangen. Dort habe ich gemerkt, dass keine der Bereiche für mich zutrifft, aber das Miteinander mit dem Personal mir sehr gut liegt. Dann habe ich eine weitere Ausbildung gemacht als Personaldienstleistungskaufmann. Und dann auch noch eine Weiterbildung in Richtung Bachelorabschluss, Richtung Personalfachkaufmann. Genau, nach meinem Ausbildungsweg in der Hotellerie, also dort habe ich auch das Personalwesen gelernt von Grund auf, dann bin ich zu den Sächsischen Staatstheatern gewechselt. Seit 01.01.2018. Noch gar nicht so lange, 4 Jahre bis jetzt. Also an und für sich alles, was mit Personal zu tun hat. Also von der Personalbeschaffung über die Sachbearbeitung auch, bis hin ja, den Umgang mit den Mitarbeitern, den groben Fahrplan zu geben, das gehört alles mit dazu. Aber auch, da kommt die Stellvertretung der Personalleitung mit durch, eben das eigene Team anzuleiten und in eine richtige Richtung zu bringen. Verträge machen wir mit allen Festangestellten unseres Hauses. Die Gäste werden über die Rechtsabteilung geregelt, also eine andere Stelle. Aber alles, was fest engagiertes Personal ist, das machen wir. Also ich komme morgens ins Büro und meist habe ich einen Plan, was ich an dem Tag machen möchte, halte Rücksprache mit allen Mitarbeiterinnen der Personalabteilung und in der Regel ist es dann so, dass 80% des Tagesablaufs unvorhergesehene Sachen sind. Das heißt, das kann man nicht planen, es passiert einfach zu viel und das täglich in allen Betriebsstätten und meist ist es dann auch so, dass ich gegen 21 Uhr dann den Rechner wieder ausmache. Ja, definitiv lange Arbeitstage. Ja, wir haben auch mit dem Personalrat zu tun, mit allen dreien. Wir haben drei Personalräte, einen für den Bereich Staatsoper, einen für den Bereich Staatsschauspiel und einen Gesamt für beide Bereiche. Es gibt grundlegende Sachen, die über beide Bereiche hinweg geregelt werden. Das heißt, es kümmert sich wirklich ein Personalrat um gesamtglobale Entscheidungen, die jetzt nicht abhängig vom Betriebsteil sind. Also alles ist unser Spektrum, ne? Also wir kümmern uns zum einen um das Verwalterische, wie wird grundsätzlich hier Urlaub gewährt, wie wird die Arbeitszeit bestimmt. Das sind so unsere Aufgaben. Aber auch im Individuellen, sei es, wenn jemand ein Kind erwartet oder ähnliche Sachen, dann ist auch dafür sind wir da. Also in der Kulturinstitution ist es so, dass wir eine viel größere Vielfalt haben. Also wir haben viel mehr Internationalität, wir lernen viel mehr Menschen rum, wir haben dort wirklich viel mehr Erfahrung. Die Arbeit der Personalabteilung bleibt gleich. Das ist unabhängig von einem Wirtschaftsunternehmen oder einer Kultureinrichtung. Allerdings die Vielfalt oder die Varianten von Mitarbeitern, dieses empathische Einfühlungsvermögen, das sind alles Punkte, die schon den Unterschied zur Wirtschaft machen. Ja,
Ja, also es ist viel weiter gefasst, viel größer in dem Sinne, die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es ist auch so, dass die Kultureinrichtung eher so immer am Ball der Zeit bleibt, ne? Während ein Wirtschaftsunternehmen in schnellen, knappen Entscheidungen immer wieder sich neu ausrichten muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also Grundvoraussetzung würde ich nicht sagen, weil die Arbeit der Personalabteilung ist gleich, egal welches Unternehmen. Die Empathie und das Einfühlungsvermögen, das sind Grundvoraussetzungen, die man braucht im Personalwesen, und natürlich, dann auch in den Kultureinrichtungen. Ja, ich selbst besuche gerne Theatervorstellungen oder Opernvorstellungen.